Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute zeige ich dir diesen besonderen Stern. Mit Herzchen, mit Schneeflocken, der glitzert ein bisschen. Wir brauchen gar nicht viel, nur Butterbrot, Frühstückstüten, Papiertüten, eine Schere, ein bisschen Karton, den du vielleicht von Verpackungen noch da hast und eventuell ausgestanzte Schneesternchen. Aber lass dich überraschen, wie einfach das geht. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Papiertüten, Frühstückstüten, Butterbrottüten und wir brauchen 9 Stück. Nehmen Sie raus und lassen Sie gleich liegen, dass es die geschlossene Seite unten ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die 9. Davon machen wir unser Muster. Ich mache mal mein Muster, meine Vorlage gleich mit so einer Tüte. Hat den Grund, die Tüten haben ein unterschiedliches Maß. Dann braucht ihr gar nicht die Schablonen verändern oder so. Ihr habt eure Tüten, ihr baut eure Vorlage genau mit der Mustertüte, die ihr habt. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, immer drauf zu schreiben, es ist der und der Stern, ich brauche so und so viele Tüten. Und ihr könnt die Tüte dann auch gleich auf die Vorlagen, auf die Tüten als Vorlage legen und dann zeige ich euch, wie einfach wir ausschneiden. So, zuerst schneiden wir hier oben das Einfache weg. Das ist ja ein Doppelfalz. Wer es hat, manchmal sind die auch gleich lang. Das schneiden wir auf jeden Fall weg. Dann nehmen wir uns ein Lineal, einen Zollstock oder irgendwie was und messen uns erstmal 7 cm aus. Wir können es auch erst knicken, in der Mitte schön knicken. Schön gerade runter knicken, ganz wichtig, das ist der wichtigste Knick überhaupt. Oben ist die offene Seite. Und dann messen wir uns aus 7 cm. Dann können wir mit der Schere oder mit dem Stift so ein kleines Zeichen machen. Dann legen wir schräg an, oben zur Spitze, unten zu unserem Zeichen, was wir uns gegeben haben, und ziehen dann mit der Schere oder mit dem Stift einmal rüber. So, und diese Spitze schneiden wir jetzt ab. Wir klappen auf und jetzt nehmen wir eine Seite und dann malen wir uns ein halbes Herz auf. Also wir haben hier, wenn ihr die gleiche Tütengröße habt wie ich habe hier noch 11 cm, wir geben vom oberen Rand 3 cm weg, damit uns ja der Zwischenraum reicht, damit nichts passiert. 3 cm. Unten machen wir auch nochmal 3 cm. Und das ist dann der Zwischenraum für unser Herz. Und das zeige ich euch jetzt einfach. Wir machen wie so ein kleiner Engelflügel. Nach oben und nach unten ziehen. So, das ist unser Herz. Und das schneiden wir jetzt aus. Das ist dann seitengleich. Dann haben wir das Herz schon. Und das ist jetzt schon unsere Vorlage. Jetzt aufpassen, immer die Tüten nach unten. Und ich nehme dann immer so 2, 3 Tüten. Schön bündig unten, das ist das Allerwichtigste. Dann lege ich meine Vorlage darauf. Guckt bitte, wo die Verklebestelle ist, dass die nach unten ist, wie die anderen Tüten auch. So, ganz genau aufeinander. Und dann nehme ich Wäscheklammern und klammern wir das so zusammen. Und dann kann ich 3 Tüten auf einmal ausschneiden. Wer sich unsicher ist, der malt das vor und schneidet eine Tüte nach der anderen aus. Dann es muss wirklich akkurat sein.
Und jetzt werden die 8 Tüten ausgeschnitten mit der Vorlage, die wir geschnitten haben. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Tüten sind jetzt ausgeschnitten. Wir legen sie uns schön aufeinander. Die Mustertüte auf die Seite. Und ich mache es dann immer, ich schreibe mir auf die Mustertüte. Herz, Stern zum Beispiel. 8 Tüten. 2 Stabilisierungsstreifen. Das zeige ich aber noch gerade. Und das ist die Klebelinie in der Mitte und unten her. Das ist alles, was ich mir so einzeichne. So, ganz einfach. Wir brauchen jetzt einen Flüssigkleber. Dann wieder die Klammern, aber erstmal nehmen wir die Tüten. Wir gucken, oben sind dann diese Verklebungen von der Tüte. Das ist so unsere Mittellinie. Und da machen wir einen Streifenkleber runter. Und am Rand unten nochmal einen rüber, so 3-4 mm entfernt. Dann nehmen wir die nächste Tüte und kleben die genau oben drauf. So, schön gucken, dass es deckungsgleich ist. Ein bisschen hin und her schieben, bis es exakt aufeinander passt. So, dann die nächste. Wieder in der Mitte. Genau runter von der Spitze. Und unten einmal rüber. Und wieder in die Tüte drauf. Das machen wir jetzt mit allen Tüten, die wir zugeschnitten haben, mit den 8 Stück. Schön übereinander geklebt. Jetzt sind alle Tüten übereinander geklebt. Ich habe dann noch so eine Verpackungspappe. Das war, glaube ich, nur ein Schlabberzug drin in dem Mittelteil. Und da schneide ich mir so etwa 1,5 bis 2 cm einen Streifen ab. Nehme meine Mustertüte. Lege oben die Spitze darauf und schneide mir einmal die Spitze aus. So, und die Länge auch noch von unserer Tüte etwa 5 cm kürzer, 5 mm. Ist noch ein bisschen lang, kann man nachschneiden. Und dieser Streifen wird auf die letzte Tüte aufgeklebt. Einfach nur so runter den Kleber. Und dann kommt der Streifen drauf. Und auf die erste Tüte wird jetzt auch gemacht. Da kommt nämlich dann die Befestigung dran. Und der Stern muss ja ein bisschen stabilisiert werden. Jetzt drehen wir das Ganze rum und machen das Gleiche nochmal. Und kleben auch da so einen Streifen hin. Könnt ihr auch zwei gleich zusammen ausschneiden. Und dafür ist die Mustertüte wirklich prima. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir da mal reinschneidet, wie wenn man jetzt den Stern nimmt. So, dann kommt das drauf. Und dann nehmen wir die Klammern und stabilisieren das Ganze ein bisschen zum Trocknen. Dafür sind die Klammern auch wunderbar. Und dann warten wir so eine halbe Stunde. Und dann zeige ich euch, wie wir den Stern fertig machen. So, Stabilisierungsstreifen ist drauf und dann schön alles klammern. Und als Unterlage, wie immer, unser Backpapier, da klebt nichts an. Das kann man immer und immer wieder benutzen. Es ist wirklich prima. Und man ruiniert sich seinen Stern nicht, wenn ihr jetzt ein Zeitungspapier nehmt oder so. Erstmal die Druckerfarbe färbt ab. Dann, wenn ein bisschen Kleber daneben ist und ihr wollt den Stern wieder hochheben, dann reißt er euch vielleicht kaputt. Passiert alles nicht bei Backpapier. Und jetzt warten wir, wie gesagt, bis getrocknet ist, etwa eine halbe Stunde. Der Stern ist jetzt getrocknet. Wir können den jetzt aufmachen, weil wir brauchen ja noch einen Verschluss oder einen Aufhänger. Dann nehmen wir ihn auseinander. Und ich nehme dann da, wo die Verstärkungsstreifen sind, mit der Pappe, nehme ich ganz gern eine Lochzange. Das geht am einfachsten.
und mache mir dann unterhalb von der Spitze, nicht in die Spitze rein, wir brauchen ein bisschen mehr zum Stabilisieren, unterhalb der Spitze ein Loch hinein. Einmal auf der einen Seite und dann auch auf der anderen Seite. Ihr könnt aber auch ein Loch nehmen, ihr könnt eine Nadel nehmen, einfach mit einer dicken Nähnadel mal durchgestochen. Das geht alles. Braucht man gar kein großer Aufriss machen oder sich noch irgendwas besorgen. Das geht auch so. Jetzt habe ich hier eine dicke Nähnadel und da habe ich einen transparenten Faden eingezogen. Sieht er jetzt schlecht, ist klar. Könnt aber auch einen weißen nehmen. Ich hatte halt transparent gleich zu Hause. Doppelfaden, hinten einen Knoten. Einmal mit der Nadel durch das Loch durch und dann hinten bei dem Knoten auch nochmal. Manchmal fehle ich da auch ganz gerne noch eine Perle dabei, dann rutscht es noch weniger durch. So, jetzt hätten wir schon die eine Seite aufgehängt und dann klappen wir den Stern komplett auf. So. Und dann gehen wir durch das andere Loch noch hindurch. Und dann können wir es aufhängen. Und wenn jetzt dann wieder, natürlich muss jetzt die Nadel rausgeschnitten werden. Ich ziehe es dann immer gerade, schneide ganz oben die Nadel ab, mache einen Doppelknoten, habe eine große Schlaufe zum Aufhängen. Und wenn wir es dann wegräumen möchte, übers Jahr, machen wir es einfach auseinander und klappen es zusammen, dann können wir es gut wegtun. So, jetzt haben wir aber erstmal den Stern so und man kann ihn natürlich auch noch ein bisschen verzieren. Das möchte ich euch noch zeigen. Und zwar geht es ganz einfach. Ich habe mir so kleine ausgestanzte Schneeflocken besorgt und die kann man dann wunderbar auf die Knicke ganz vorsichtig draufkleben oder auch mal hier noch mitten rein. Dann muss er aber wirklich eine ganze Weile liegen. Die Schneeflocken sind aus Metall, also Metallfolie, und das dauert eine Weile, bis die getrocknet sind. Und dann kann man wirklich auf jede Strahle vielleicht so eine kleine Schneeflocke kleben oder auf jede zweite. Und das peppt dann unwahrscheinlich auf. Und weil diese ausgestanzten Schneeflocken so extrem leicht sind, beeinflusst das auch nicht das dünne Papier die Form. Der bleibt immer noch wunderschön erhalten in seiner Form. Und dann klebe ich die rundherum auf und warte dann halt, bis es trocken ist. Vielleicht habt ihr ja auch Spaß dran. So, nun ist der Stern fertig. Die Schneeflocken sind auch trocken. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen, diese Bastelidee. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht, auch wie einfach, obwohl es wirklich kompliziert aussieht. Und dann freue ich mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Wundervolle Tage und ganz liebe Grüße. Tschüss!